Way forward. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Projekt Mighty Switch Force Hyperdrive Edition, beziehungsweise gibt es dieses Mighty Switch Force 1:1 auch nochmal für den DS. Wir haben hier die Wii U Version. Mighty Switch Force ist ein ziemlich lineares Spiel. Man geht hier von Mission zu Mission und löst halt die einzelnen Fälle, die man hier hat. Es gibt auch dazu einen zweiten Teil, den werde ich wahrscheinlich im Anschluss zu diesem Teil spielen. Ich finde, Mighty Switch Force ist ein sehr schönes, kleines Game, was man mal so nebenbei spielen kann. Kostet, glaube ich, im eShop, ich will jetzt nicht lügen, so um die 10, 15 Euro waren es, glaube ich. Also ist jetzt für den Preis, Preis-Leistung auf jeden Fall was dabei. Gehen wir doch gleich in den ersten Fall. So, Mighty Switch Force ist ein Plattformer-, Action- und Puzzle-Spiel. Wir haben jetzt mit der Sprungtaste die B-Taste, die Sprungtaste. Mit der A-Taste können wir kleine Partikel schießen. Mit der Y-Taste, Entschuldigung, können wir kleine Partikel schießen. Wir können uns mit der X-Taste, wie ihr seht, hier so ein bisschen umgucken. Mit der A-Taste machen wir das hier mit unserem Lämpchen, was wir auf dem Kopf haben. Und ändern da unten, wie man sieht, diese Blöcke. Das kann man nebenbei auch mit den Schultertasten machen. Mit jeder einzelnen sogar auf dem Gamepad, merke ich gerade. Aber ich habe es mir angewöhnt, auf A zu machen. Auf dem 3DS habe ich das mit der Schultertaste gemacht. Und unsere Aufgabe ist es, die entflohenen Gefangenen einzusacken. Wie wir hier jetzt zum Beispiel eine haben, die laufen jetzt nicht weg, wie man es schon gesehen hat, sondern die verstecken sich einfach nur, beziehungsweise jetzt hier, das ist ja das erste Level. Da kann man jetzt nicht gerade sonderlich gute Verstecke oder Hindernisse jetzt so sehen. Das ist einfach nur so, guck mal, schau dir mal die Mechanik an. So. Die Zeitrekorde, die da oben stehen, die Zeiten, also unter einer Zeit, die ich jetzt habe, werde ich nicht knacken in der Mission, weil einfach, das ist viel, da muss man wirklich durchrennen und da bleibt nicht viel Zeit zum Erklären. Ich mache ja so ein ganz gemütliches Spiel. Weil das sind wirklich Zeiten, die man schon fast an den Speedrun angrenzen könnte. Nicht ganz, aber halt, man muss dann wirklich rennen, wie ein Bekloppter, um diese Zeiten zu erreichen. Ich kann es ja für die erste Mission einmal machen. So. Also unsere Waffen, wie ihr seht, zerstört eigentlich fast alles. Oben haben wir unsere Herzleiste, die wir auch auffüllen können. Diese kleinen Chipkarten. Wartet mal, wenn ich jetzt eine sehe, zeige ich euch die gleich nochmal. Diese Chipkarten, die geben uns Leben. Das sind Disketten, wie man sieht. Wer die noch kennt. Die geben uns Leben. Falls wir welches verlieren sollten. Wir können entweder durch Treffer von Gegnern Leben verlieren oder das ist unser Zielpunkt nebenbei. Oder wenn ich jetzt einen dämlichen Switch mache. Ich demonstriere das einmal jetzt. Ich mache das erste Level mal so. Okay. Genau, das kann ich dann euch auch gleich mal zeigen, wenn ich dann den schnellen Run mache. Ich gehe nochmal in den Fall 1. So. Hoppa. Die Unterschiede nebenbei zwischen der zwischen der 3DS-Version und dieser Version sind einfach, dass hier nur, dass hier HD-Texturen sind, sonst ist ja eigentlich so gut wie gar nichts anders als der 3DS-Version. Was ich halt schön finde, da kann nämlich jeder, der das Spiel für den 3DS hat, auch zum Beispiel hier mitreden. So, ich will euch nur noch mal zeigen, was passiert, wenn wir hier einen Switch machen. Bams, wir sind Knockout. Und starten wieder hier vorne. So, ich beende jetzt mal, denn ich will euch das erste Level ja richtig zeigen. Und nebenbei mache ich dann mal das hier an. Das haben wir gerade eben freigespielt. Das ist der Original-Sprite aus dem 3DS. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, das ist der Original-Sprite.
Das finde ich auch ein cooles Gimmick, dass sie das hier eingebaut haben. Im Zweier haben sie es etwas anders da gemacht, aber dazu kommen wir dann zu sprechen, wenn wir den Zweier spielen. Shit. Nochmal neu. Voll verkackt. Also, wir sehen, oben haben wir 1,20 als Zeitvorlage, um jetzt die Mission perfekt abzuschließen. Wie gesagt, ich mache es jetzt nur mal demonstrativ für das erste Level. Da darf man echt viel trödeln. Hoppa. Wirklich nicht viel. Dieser Hund, der da liegt, ist ein Checkpoint. Das heißt, wenn wir jetzt... Oh, shit. Das kann ich vergessen. Wenn wir abkratzen sollten oder sonst was, dann gibt uns dieser Hund hier wieder einen, uns einen Spawnpunkt. Hoppa. So. Wie gesagt, ich mache das nur für das erste Level. Den Zeitdingern, weil sonst, wie gesagt, finde ich, das ist ein bisschen blöd. So. Ach. Das ist, ja, super. Yay. Ich lege gerade echt gut los, meine Freunde. Okay. Jetzt aber. Hoppa. So. Zup. Hopp, hopp, hopp. So, Switch, Switch. Oh, zu früh gesprungen. Switch. Switch gleich jetzt. So. Okay. Haben wir die erste Hürde übersprungen. Einfach schnell schießen. Nebenbei, wenn die Dinger explodieren und wir berühren die dabei, nehmen wir trotzdem Schaden. Also wenn wir jetzt zu früh berühren. Irgendwann ist dieser Explosionsschaden schon weg, aber wenn wir das zu früh berühren, dann kriegen wir Schaden, dann ist das... ein bisschen blöd, wenn wir da... Ne, nicht blöd, aber ist halt... Das ist halt... Das ist halt deren ihre Stärke, so. Dass wir, wenn wir zu nah dran stehen und sie erschießen, dass wir dann selber Schaden kriegen. Aber in der ersten Mission kriegt man so viele... Wow! So viele, Dinger zum Heilen. Wow! Oh, warum drücke ich dann immer da? So. Wow. Das wird knapp. Boah. Also wie ihr seht, schaut mal auf die Zeit. 1,20 muss ich haben und 1,18. Nur durch den kleinen Fehler ist die Zeit so extrem knapp schon. Deswegen, hier habt ihr einmal den Screen dafür. Gut. Einmal demonstriert. Da kriegt man noch ein kleines Sternchen. Nur, ich werde es jetzt definitiv nicht machen als Zusatz hier für das LP oder so. So. Okay, jetzt haben wir hier schon eine offenere Map. Die Steine hier können wir nebenbei zerstören. Arr, lass mich raus. So. Ich fange hier an. Zack. Gehen wir erstmal hoch. So. Haben wir doch schon die erste Dame. Okay, diese Gegner nebenbei, wie man sieht, unantastbar. Die können wir auf anderen Wege zerstören. Au! Verdammt. Nein. Dazu komme ich noch. Okay, hier komme ich nicht durch. Also muss ich nochmal außenrum gehen. Ah, verdammt. So. Ab, ab und hoch. Ich muss sagen, ich habe dieses Way Forward Studio vorher noch nie gehört gehabt. Und dann, als ich gesehen habe, was die alles für Spiele produzieren, ist mir das dann doch eingefallen. Oder halt mitgewirkt haben. Man kann ja sagen, dass ein Entwicklerstudio immer das alleine macht, aber es gibt halt... Bei vielen Dingen haben die halt mitproduziert. Zum Beispiel der Remake von DuckTales. Da waren die auch diejenigen, die das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es eine Kooperation noch mit einem anderen Entwicklerstudio war. Aber auf jeden Fall waren sie dabei. Es gibt noch viele andere Spiele. Meist sind sie auch für Videoverfilmungen zum Beispiel oder sowas zu haben. Wie ich jetzt so anhand der Spieletitel halt heraussehen kann. Autsch! Irgendwie schaffe ich es nicht, über die drüber zu springen. Aber da bin ich irgendwie zu blöd. So, okay, dann haben wir nur noch einen. Der befindet sich hier. Jetzt muss ich auf die kleinen Viecher aufpassen. Hab. So. Schön, dass ihr schön weit hinten seid. Und Ziel. Hier, okay. Da ist der Checkpoint, der Roboter, der uns mitnimmt. Ja, da hätten wir eigentlich den nächsten Screenshot. Das war's eigentlich, glaube ich. Sonst gibt's keine mehr. Glaube ich, von den Endscreenshots. Haben, glaube ich, alle schon gesehen. Relativ schnell. 30 Sekunden ist hier das Zeitlimit. Mal gucken.
Ach so, das ist die Einführung der neuen Blöcke. Hoppa. Zack. Diese Blöcke, wenn wir uns in die Reihen switchen, wie wir gerade gesehen haben. Hoppa. Nein! So viel gewechselt. Wenn wir uns in die Reihen switchen, dann werden wir hochkatapultiert, wie wir gerade ja gesehen haben. So. Hoppa. Okay, so haben wir es richtig. Jetzt brauchen wir nur noch hier der. Okay, das ist locker in 30 Sekunden zu schaffen sogar. Ah ne, man muss dann nochmal hoch. Das heißt, man musste. Wenn man es auf Zeit basiert, muss man das echt planen. Also erst rechts links machen und danach in der Mitte. So. Gut. Ach komm, eine Welt kriegen wir locker noch ins Video rein. Die Welt 4. Ich sag mal so, die Maps werden irgendwann auch kniffliger. So. Das können wir auch machen. Gegner können in diese Blöcke hier mit reinfallen und können wir dann als Projektile verschießen. Das sind kleine wichtige Informationen, Sachen, die man auf jeden Fall anwenden muss. Ah, warte mal. Wir müssen dafür sorgen, dass der Gegner, hoppala, jetzt nach links läuft, genau, und uns den Block da wegmacht, damit wir hier durchkommen. Hab. Der Unterschied nebenbei, das ist zum Switch Force 1 und dem 2, 1 und 2 ist, der 1er, den habe ich jetzt nicht komplett gespielt, sondern habe ich nur angespielt. Und den 2er machen wir dann, war schon halt blind, zum Großteil. Die grünen Blöcke, habt ihr ja schon gesehen, was die bringen, mehr können durchschießen, problemlos. Das ist immer schön bei den neuen, wenn man irgendwas neu startet oder so, das Ganze erklären. Manche finden das ätzend, ich finde es irgendwie, na doch, ich will ja hier das Spiel irgendwie auch zeigen und vertreten und daher finde ich, ist das Erklären des Spiels auf jeden Fall unausweichlich. Spielmechanik, für mich zumindest, Spielmechanik zu erklären und bla bla. So, vor allem dieses Spiel habt ihr schon wahrscheinlich mitbekommen, dass es. Achso, stimmt, das ist ja sowas. Und wieder, jetzt unten auf die Bombe gucken. Immer schön wechseln im richtigen Moment. Ab. Und hochballern. So. Haben wir die nochmal? Nö. Also, was ich sagen wollte, man hatte ja in dem Spiel, wie man ja sieht, so gut wie gar keine Story. Also, man sieht keine Story wirklich. Hoppa. So. Außer halt, dass man sieht, aha, da sind die ausgebrochen und die müssen wir jetzt einfangen. So, wie kommen wir jetzt da runter? Falls ihr euch fragt, was haben oder was ist auf dem Touchscreen zu sehen, ist auf dem Gamepad hier, ist nicht wirklich was zu sehen. Ich habe hier unten auf dem Gamepad eigentlich nur so fast wie einen schwarzen Bildschirm, wo ein wie so ein Radar, wie so ein Radarkreis drauf ist, der mir anzeigt, in welche Richtung. Au, wartet mal, so ging das. Hopp, hopp, fuck. Hab ich's geschafft? Ich weiß es nicht. Der mir einfach nur anzeigt, in welche Richtung der nächste Gist befindet. Jetzt ist zum Beispiel jetzt auf 6 Uhr. Das heißt direkt unter mir. Achso. Hopp. Uah. Voll verkackt. So. Bums. Dankeschön. Checkpoint. Jetzt schießen wir uns hier rüber. Und hier längs. Ah, okay. Das war das, was ich schon im Voraus aufgemacht habe. So. Und. Dankeschön. Nimm ich mit, mein Roboterfreund. So. Gut, Freunde, ich würde sagen, Fall 5 machen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Projekt von Mighty Switch Force, weil ich finde, das ist ein sehr schönes kleines Spiel, was man mal zocken kann. Und ja, bis zum nächsten Mal.